Das Fakeness der Mondlandung ist einer der weit verbreitetsten Verschwörungstheorien überhaupt. Gerade in den USA glauben tatsächlich ziemlich viele Menschen daran, dass die Mondlandung fake ist. Wie wir alle wissen, sind wir angeblich auf dem Mond gelandet, 1969. Ich sage das nochmal, kurzer Disclaimer, ne, sind Verschwörungstheorien, ne? Also immer alles, was jetzt kommt, sehr skeptisch beurteilen. Nicht alles glauben, was man sieht, weil diese Welt kann einen sehr schnell in sich reinziehen und man verliert sich da sehr schnell. 90% dafür sind schon dafür daran, dass die Mondlandung nicht fake ist, dass ihr glaubt, dass sie echt ist. Schauen wir mal, wie lange das braucht. Wir beenden mal die Abstimmung. Nein, die meisten sind der Meinung, nein, die ist nicht fake. Gehen wir einfach mal Mondlandung bei Google ein. Schauen wir uns mal ein paar echte Bilder an. Vielleicht von der NASA selbst am besten. Dass wir auch direkt an der Quelle sind. So, Apollo 11 Image Gallery. Okay. Sind wir hier bei der NASA. Der offiziellen NASA-Website. Wir können uns hier die Bilder vom Mond anschauen. Hier sehen wir, dass es von Apollo 11, dieses Foto wurde am 20. Juli 1969 gemacht, als wir auf dem Mond gelandet sind. Angeblich. Ich meine, fragen wir erstmal zuerst, warum sollte die NASA eine Mondlandung faken? Was wären die Gründe, warum die US-amerikanische Regierung eine Mondlandung faken sollte? Ja, ganz einfach. Also damals gab es einen kalten Krieg zwischen den Sowjets und der USA. Jeder wollte als erstes auf dem Mond sein. Und indem die USA das geschafft hat, hat die ganz klar Prestige gezeigt. Ganz klar gezeigt, wir sind die Weltmacht. Das wäre schon ein Grund, ein politischer, sehr relevanter Grund, warum es möglich wäre, warum es ein Motiv gäbe, warum die Mondlandung gefaked werden sollte. Ein weiterer Grund ist, dass die Leute sagen, ey, wir schaffen es jetzt. Im Jahr 2020 haben wir nicht mehr die Technologie, um auf dem Mond zu landen. Wie zur Hölle sollen wir das dann 1969 geschafft haben? Ich meine, wenn wir das heute nicht können, wie zur Hölle sollen wir das vor über 50 Jahren hinbekommen haben, wo die Computer noch so aussahen? Das macht ja irgendwie macht das keinen Sinn. Außerdem gibt es viele berühmte Bilder von der Erde, wie das hier, wo man ganz klar sagen muss, sagen kann, oder manche Menschen sagen sogar, wenn man das hier sich jetzt anschaut, ne, das sieht doch irgendwie nach einem TV-Studio aus. Das könnte doch auch eine Miniatur sein. Ich meine, gibt es denn Beweise, dass wir auf dem Mond waren? Ganz ehrlich, ich habe ein Video gemacht, wie weit der Mond weg ist. Ja, das ist echt sehr, sehr weit. Man bräuchte 20 Tage mit einem Flugzeug, nur um dahin zu kommen. Wenn wir uns jetzt mal weiter hier durch diese Bilder durchklicken, sehen wir die Konstruktion einer Rakete, die Rettung einer Kapsel, ein paar Mondbilder. Und vielleicht fällt uns in manchen Bildern was Komisches auf. Das Erste, was mir irgendwie komisch vorkommt, gerade wenn ich zum Beispiel mir... Da haben wir noch mal ein paar mehr Bilder. Wir haben noch mehr zu bieten bestimmt, ne? Gerade wenn ich mir solche Bilder hier anschaue. Im Weltall gibt es doch Sterne. Warum sieht man die nicht in den Bildern? Und noch eine ganz andere Frage. Wie kann es sein, dass, obwohl es ja angeblich nur eine Lichtquelle gibt, nämlich die Sonne, teilweise Schatten in zwei verschiedene Richtungen fallen? Dieser Schatten fällt in diese Richtung. Und dieser Schatten hier fällt eher nach geradeaus. Warum sind die Schatten nicht überall so lang? Seht ihr, was ich meine? Hier, dieser Schatten hat einen etwas anderen Winkel wie dieser Schatten. So, als wenn es mehrere Belichtungsquellen gibt. Vielleicht haben wir noch ein paar Bilder, die mehr verraten. Hier, das berühmte Bild der Flagge. Auch hier ist wieder die Frage. Irgendwie wirken die Schatten so unwirklich, als wenn es im Studio beleuchtet werden würde. Und ich habe noch eine andere Frage. Wir gehen mal kurz auf YouTube. Wir geben ein Apollo 11 Flag. Schauen uns mal das Video an, wie die Flagge
auf dem Mond platziert wurde. So, hier sieht man die beiden Astronauten, wie sie auf dem Mond... Denk dran, auf dem Mond gibt es... Gibt es keine Luft, keinen Wind, nichts bewegt sich auf dem Mond durch irgendwie solche Kräfte. Haltet das im Kopf. Es gibt keinen Wind auf dem Mond. Logischerweise, weil es keine Atmosphäre gibt. Aber trotzdem, habt ihr das gesehen? Trotzdem weht die Flagge im Wind. Schaut euch das nochmal an. Obwohl, es gibt auf dem Mond keinen Wind und trotzdem bewegt sich die Flagge von allein. Seht ihr das? Es ist so, als wenn sie sich im Wind bewegt. Schaut mal, wie die Flagge im Wind wägt. Fast so, als wenn es wirklich winden würde oder man vielleicht eine Windmaschine benutzt hätte. Auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre, kein Wind und trotzdem weht die Flagge. Und jetzt frage ich euch nochmal, wie kann es sein, dass vor mehr als 50 Jahren angeblich Astronauten auf dem Mond gelandet sind, wenn wir es heute nicht mal schaffen? Wir haben keine Rakete heute, das ist vielen Leuten nicht bewusst, aber wir haben heute keine Rakete, die technisch in der Lage ist, uns auf den Mond zu bringen. Und in einer so politisch brisanten Situation wie dem Kalten Krieg, wäre es da nicht viel einfacher gewesen und für eine so große Nation wie die USA nicht einfacher möglich gewesen, die Mondlandung einfach zu faken? Und das sind nur ein paar der Ungereimtheiten, die es hier zu finden gibt. Wir können uns ja mal die originalen Aufnahmen anschauen, wie das Ganze gelandet ist. Das Ganze wurde ja damals im Fernsehen übertragen. Hier haben wir Neil Armstrong, wie er die ersten Schritte auf den Mond macht. Erstens, wie man hier sieht, man erkennt fast gar nichts, ja? Man erkennt wirklich fast gar nichts. Und die zweite Frage, die ich euch stellen möchte. Es gibt ja scheinbar eine Kamera, die das Ganze filmt. Aber wenn Neil Armstrong gerade da seine ersten Schritte auf den Mond macht, wer hat denn dann die Kamera dahingestellt? Und wie soll man überhaupt das Video von so weit weg auf die Erde übertragen? Die Astronauten sollen angeblich diese Kamera hier genutzt haben. Diese Kamera. Und damit sollen die das übertragen haben? Schauen wir uns mal nochmal hier ein paar mehr Bilder an. Ein paar mehr Impressionen. Vielleicht fallen uns noch ein paar mehr Ungereimtheiten auf. Alarmiert Place. Wie konnte man das überhaupt live übertragen, wenn man die im Weltall waren? Ja, du stellst die richtigen Fragen. Sina, ich stelle gerade alles in Frage. Ja, man muss nicht immer alles glauben, was man sieht. Man muss nicht immer alles glauben, was man sieht. Da ist angeblich der Landeanflug. Sieht irgendwie ein bisschen flach aus, finde ich, ne, der Mond. Ist gar nicht so plastisch, als wenn da nur so ein Bild runterhängen würde. Hier laggt es auf einmal. Gar kein richtiges... Okay, noch sind sie nicht gelandet. Auch hier. Wo soll denn da bitte die Kamera sein? Welche Kamera soll das denn gefilmt haben? Haben die zwei Raumschiffe dahin geschickt? Jetzt sind sie im Landeanflug und landen gleich. Zack. Jetzt ist es gelandet. Auf einmal ist alles dunkel. Erstmal sieht man nichts mehr. Das sind alles Fragen, die einen vielleicht nochmal drüber nachdenken lassen. Ob die Mondlandung wirklich echt sein könnte. Jetzt möchte ich euch nochmal fragen, nachdem ihr das alles gesehen habt, ja, was denkt ihr jetzt? Waren wir wirklich schon auf dem Mond? Oder war das alles ein Hoax? Ist es wahr oder falsch? Marius wird gleich von der Regierung in Haft genommen. Ich gebe euch schnell diese Informationen, dann muss ich auch los. Das ist alles top secret. Und wir sehen schon, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist krass, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Viele von euch denken plötzlich, dass die Mondlandung fake ist. Okay, beenden wir die Abstimmung. 44% denken ja, 56% denken nein. Jetzt sage ich euch, was ich dazu denke. Die Mondlandung
die 1969 stattgefunden haben soll, ist natürlich echt gewesen. Denn es gibt für alles, was wir gerade sehen, eine Erklärung, die belegt ist. Es gibt ein paar Dinge, die ich euch verschwiegen habe. Debunken wir mal die Theorie. Wir haben die Theorie gerade zusammen mal aufgesogen, geguckt, was ist da wirklich dran? Welche Argumente bringt die Seite, die sagt, das Ganze ist fake? Kann man die vielleicht erklären? Das allererste, was uns aufgefallen ist, es gibt keine Sterne. Eigentlich würde man ja erwarten, dass im Weltraum, so wie wenn wir in den Sternenhimmel schauen, man überall Sterne sieht. Eine Kamera kann nicht alles, das ist bei eurem Handy bestimmt euch schon mal aufgefallen, kann nicht alles gleichzeitig hell machen. Wenn man jetzt den Sternenhimmel hell machen würde, wäre der Vordergrund komplett schwarz. Und wenn man den Vordergrund komplett hell machen würde, dann sind die Sterne so dunkel, dass die Kamera es nicht mehr aufnehmen kann. Das nennt man Exposure oder Dynamic Range einer Kamera. Wenn man das jetzt mit dem Handy ausprobieren würde, ihr könnt das selber mit eurem Handy ausprobieren, ja. Wenn ihr eine helle Lichtquelle so macht, dass sie dunkel ist, dann wird die Umgebung auch dunkler. Macht ihr die helle Lichtquelle hell, und so weiter und so fort. Ihr könnt immer nur eine Sache richtig beleuchten. Das kann man erklären. Aber es gibt noch ein paar mehr Dinge, die weniger einfach wegzuerklären sind wie die Sterne. Was ist zum Beispiel mit den... Wo waren das Bild? Was ist zum Beispiel mit den verschiedenen Schatten, die wir gerade gesehen haben? Wie kann es sein, dass obwohl es nur eine Lichtquelle gibt, nämlich die schöne große Sonne, dass man zwei verschiedene Winkel von Schatten beobachten kann auf dem Mond? Es kommt einfach daher, dass der Mond, der ist ja ziemlich hell. Das heißt, der reflektiert ziemlich, ziemlich stark. Dadurch reflektiert Licht auch zurück und teilweise so stark, dass es neue, leichte Schatten werfen kann. Jetzt kommen wir aber zu dem schwerwiegendsten Argument. Und zwar die Flagge. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten auch tatsächlich geschockt hat. Obwohl es keine Atmosphäre, keinen Wind auf dem Mond gibt, sehen wir die Flagge in den originalen Aufnahmen ganz klar im Wind wehen. Nur, dass es kein Wind war, weil es gibt halt logischerweise keinen Wind auf dem Mond. Und es waren auch nicht Klaus Mike, es waren auch nicht die Vibrationen, sondern in der Flagge, damit die auch gerade stehen bleibt, weil es halt keinen Wind gibt, sind überall Kordeln drin gewesen. Das heißt, das kann man auch ganz gut sehen. Hier sind überall so krasse Knicke in der Flagge. Und das kommt daher, weil überall so kleine Fäden durch die Flagge gehen, damit die halt gerade hängt. Und diese Fäden haben sich aufgezogen in dem Moment, wo die Flagge aufgegangen ist. Das heißt, sie haben sich aufgebreitet. Und dadurch, durch diese Bewegung der Fäden, ist diese Illusion von einer wehenden Flagge entstanden. Und die Sache ist, es gibt ja auf dem Mond jetzt keinen Wind oder keinen Luftwiderstand, der durch die Reibung die Bewegung verlangsamen konnte. Das heißt, es braucht extrem lange, bis diese Bewegung zum Stillstand kommt. Daher kommt das Wehen der Flagge. Und ein anderer Fakt übrigens, filmtechnisch gesehen, wäre es in den 1969er Jahren gar nicht möglich gewesen, das zu faken. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz großes anderes Thema. Ich wollte diese Verschwörungstheorie nur einmal schnell auf den Weg räumen, weil das ist somit die bekannteste, die man auch ziemlich einfach wieder belegen kann. Und es gibt auch eine andere Sache, dass wir tatsächlich auf dem Mond waren. Und zwar haben die Astronauten damals Spiegel platziert auf dem Mond. Und wenn man jetzt mit einem ziemlich genauen Laser auf diesen Spiegel schießt, der angeblich da sein soll, selbst wenn man alles, was ich gerade gesagt habe, sagt, Lügner, du bist von der Regierung bezahlt, so richtig Verschwörungstheoretiker Aluhut-Style, da kann man einfach sagen, yo, besorgt irgendwie einen ganz genauen Laser und dann schießt man auf diese Koordinaten exakt ein Laser. Und wenn die Astronauten nicht da waren, dann dürfte er auch nicht zurückkommen. Aber die Astronauten haben halt Spiegel dahin gesetzt und wenn du genau auf die Spiegel schießt, kommt der Laser halt zurück. Und so kann man einwandfrei beweisen, dass wir tatsächlich auf dem Mond waren. Jojo, und das mit den Kameras, das habe ich einfach nur so ein bisschen vage formuliert. Ich wollte euch ein bisschen verunsichern. Das war auf jeden Fall die Verschwörungstheorie, ob wir auf dem Mond waren oder nicht.